Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber am 22. August 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern. Aber ich erkenne die richtigen Augenblicke im Leben, auch der richtige Ort zu sein. Und ich kann auch erklären, worauf sollen wir achten, wo sind die Hindernisse. Und welche Tierkreiszeichen trifft heute die Liebesenergie? Das sind die Tierkreiszeichen Fischengeborenen und die Widdergeborenen. Diese Energiefeld befindet sich gerade im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Fischen und Tierkreiszeichen Widder. Besonders die, die am 19., 20. und 21. März Geburtstags haben, sie spüren diese Energie, diese Liebesenergie ganz intensiv. Das ist auch ein Vorteil bei Krebsgeborenen, ein Vorteil bei Skorpiongeborenen, aber auch bei Löwengeborenen und bei Schützengeborenen. Worauf sollen wir achten? Es ist gerade eine Wandlung. Es dreht sich etwas in die Liebe und es kommt jetzt in Ordnung. Die Vergangenheit spielt eine Rolle. Es kann sein, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und kommt eine Versöhnung. Kann auch bedeuten, dass das keinen Sinn hat und das wird dann abgeschlossen. Kommt dann natürlich irgendwann etwas Neues. Aber das ist dann eine Art Befreiung. Worauf sollen wir achten? Es sind noch ein paar Unklarheiten oder Unsicherheiten da. Das klärt sich nicht sofort auf. Also ein bisschen geduldig sein. Dann achten wir bitte auf die Kontakte. Lieber warten, bis jemand sich meldet und eher zurückhaltend sein, weil diese Nachricht kommt. Es ist zum Erwarten, also ein bisschen Geduld noch. Im Allgemeinen kann ich sagen, dass bei Fischengeborenen und bei Widdergeborenen, besonders die sind damit betroffen, eine Art Wandlung ist. Es dreht sich etwas in die Liebe und kommt das in Ordnung. Und das war meine heutige Liebesenergie. Wenn jemand Interesse hat, diese Tage zu bestimmen, die richtige Augenblick im richtigen Ort zu sein, das können wir natürlich maßgeschnitten berechnen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.